Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fallout 4. Ich bin begeistert, dass du wieder dabei bist. Ja, wir stehen hier auf dem Dach vom Comicbuchladen. Knistern. In dem Haus waren wir, glaube ich, schon drin. Ja, unsere Rüstung ist ein wenig beschädigt. Unser Inventar ist eigentlich... Ja, es geht sogar. Nein. Naja, wir sind schon sehr beladen. Wir haben hier im Comicbuchladen ja einige tolle Sachen gefunden. Zum Beispiel das nicht. Keine Ahnung. Den Baseballschläger. Wir haben, glaube ich, wir haben die Axt gefunden. Und anderen Krimskrams. Jetzt waren wir hier, weil wir gehen gerade nochmal ins Menü. Dachten. Aufgaben. Quartiermeister. Wir sollen jetzt den Städtegelehrter Halen Bericht. Gut. Dann würde ich sagen, wir reisen auch direkt zurück. Hier ist das Polizeirevier von Cambridge. Und da tun wir Bericht erstatten. Über das neue Teil, das wir wieder mal gefunden haben. Weil wir werden ja nur losgeschickt, um irgendwelchen Schrott zusammenzusuchen. Und dann interessiert mich ja mal, oder mich würde interessieren, ob wir in Zukunft auch nochmal in der Geschichte da weiterkommen oder ob das jetzt noch Aufgaben sind, von wegen such dies, such das. Ich weiß es nicht. Vielleicht werden wir es rausfinden. Und ich nehme an, wir kriegen jetzt gleich erstmal wieder die nächste Aufgabe, irgendwo hinzureisen und wieder irgendeinen anderen Schrott halt zu suchen. Aber gutmütig wie wir sind, machen wir das natürlich, wenn es auf dem Weg liegt. Aber wir wollten ja auch noch die anderen Missionen erstmal weitermachen. Aber wenn wir hier sind, könnten wir auch unsere Rüstung reparieren. So, rein in die gute Stube. Wo ist die gute? Mal das Licht an. Ach, es ist wieder Zeit hier. Manchmal variieren die Ladezeiten doch schon erheblich, finde ich. Ah, da haben wir die Tür. Und schon sind wir drin. Komm her. Hast du die Technologie gefunden? Mark Logo. Ja. Gute Arbeit. Hier, das hast du dir verdient. Dem Commonwealth wird die Technologie so schnell nicht ausgehen. Sag mir, wenn du unbedingt wieder losziehen willst. Ach komm. Bestätige. Gut, hier ist das Gebiet. Sei vorsichtig. Tada. Folge. Berge die Fuchs. Was? Fuchssensortechnologie. Irgendwo. Aus irgendwo. Wunderbar. Wo ging's hinab? Da hinten. Ich hoffe, wir haben genug Krimskrams dabei. Um unsere Rüstung zu reparieren. Dass wir jetzt nicht zurückreisen müssen. In irgendeins unserer Siedlungen, Gebiete. Also, ja. Wir steigen aus. Herstellen. So. Reparieren. Das repariert sich erfüllt. Stahl. Okay, wir haben nicht genug Stahl. Ganz blöd. Uns fehlt uns ja eigentlich auch noch, ich glaube, ein Arm und ein Bein für unsere X1 Power Rüstung. Müssten wir eigentlich auch mal irgendwo herkriegen. Ja, unser rechtes Bein ist immer noch beschädigt. Ist hier was Neues? Wollen wir das da liegen lassen? Oh, nehmen wir natürlich mit. Kaffee. Das ist. Was ist denn, wenn ich das jetzt hier noch einsammle? Ist ein feierlicher Stahl? Keine Ahnung. Was haben wir? Hier liegt leider jetzt nicht mehr Schrott. Wir versuchen es nochmal ganz kurz. So. Rechtes Bein.
Okay, mehr können wir leider nicht reparieren. Dann hüpfen wir wieder rein. Ich dachte, ich hätte eben Schüsse vernommen. Ich mache die Tür jetzt auf und draußen ist die Hölle los. Wer greift denn jetzt an? Wie ist nichts zu sehen? Knistert nur das Feuer? Nö. Hier wird nichts. Dann schauen wir nochmal auf die Karte. Wo hat sie unser neues Ziel? Aus Gibson's Point Pier. Das hört sich auch irgendwie bekannt an. Wo ist das? Ein Pier ist doch meistens am Wasser. Hätte ich jetzt mal gesagt. Achso, das war das Problem. Ah, da. Gibt es ein Pier? Da waren wir doch gewesen. Na gut. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir lassen es mal offen. Räder wollen wir der Finch Farm. Ja, da müssen wir jetzt dem Preston nur Bescheid sagen. Das haben wir ja bereits erlegt. Sprich mit Preston, sprich mit Preston. Findet Nick Valentine. Das. Das eine liegt. Das sind beide. Hier. Na, no. Dann würde ich so sagen. Ach komm, wir reisen mal ganz schnell in die Burg. Reparieren alles, machen unser Inventar leer. Das hat ja sonst keinen Taug. Sonst finden wir da jetzt wieder lauter tolle Sachen, die wir nicht mitnehmen können. Und das wäre ja irgendwie auch schade. Ich bin ernsthaft am Überlegen, mir mal ein paar Mods drauf zu machen. Zum Beispiel den Mod, dass Schrott nichts wiegt. Weil es ist ja schön und gut mit dem, dass der Krempel da immer ein Gewicht hat und dass das begrenzt ist und hin und her. Aber mit dem Schrott ist doch schon ein bisschen nervig. Also müssten wir ja quasi überall nochmal hin. Wenn wir hier ein bisschen weiter ausbauen wollen. Und den ganzen Schrott einsammeln. Hey, sollen's. Den brauchst du nicht mehr. Und wir wollen ja vielleicht auch mal unsere Basis dann wieder ein bisschen Basen oder Siedlung ausbauen. Und da brauchen wir halt auch einfach einen Haufen von dem Material. Die Axt behalten wir sie. Ach, da wollte ich eigentlich mal gucken, ob wir die noch ein bisschen tunen können. Kurzgranate, Kryogranate, Cocktails brauchen wir nicht. Lass mal die Powerfaust. Vermutlich kann man nämlich nicht anziehen mit der Powerrüstung. Den brauchen wir auch nicht. Das ist alles hier mit Sternchen. Ach ne, Sternchen ist ja gar nicht. Das Herzchen ist ja unser. Die Sachen, die wir in unserem Dingsmenü haben. Quickmenü. Kleidung, das wohl nicht. Ödstärke und Nahkampfschaden des Trägers. Was ist denn das? Kampfrüstung, linker Arm brauchen wir nicht. Das. Gestern können. Okay, wusste ich, dass das ein Questgegenstand ist. Wem sollen wir das denn bringen? Das brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Gut, den einen. Die Krockner-Klamotte lassen wir nochmal dabei. Das kommt alles weg. Das behalten wir natürlich. Das kommt weg. Weg, weg. Red Redaway, Steampacks. Das kommt auch weg. Haben wir noch Mods? Das auch nicht. Helmlampe brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Gut, dann schauen wir noch schnell, wo hatten wir denn eine Rüstungswerkstatt?
pennen hier. Haben wir eine Waffenfabrik, Werkbank? Ich hab nur leer gemacht, ne? Ich doch immer wieder nochmal eine Kleinigkeit. Ich glaube, das Munitionslager war da hinten, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Ne, natürlich nicht. Das ist so ein Kochapparat. Das ist unsere Generatoren. Die latschen hier dumm durch die Gegend. Ja, wir müssen hier rein. Sonst müssen wir schnell eine Werkbank bauen. Alle am Proben hier. Gibt's ja nicht. Nö. Gibt's keine Waffenwerkbank. Oder ich finde sie jetzt zumindest nicht. Dann bauen wir uns doch schnell eine. Und zwar war das Herstellung wahrscheinlich. Herstellung, Laborstation, Powerrüstung, Rüstungswerkbank, Waffenwerkbank. Nein, sowas. Jetzt kann ich ja nicht mal mehr in der Rüstung stehen. Basteln, basteln, basteln. Strong sein langweilig. Schwert. Was sind die scheiß Axt? Hä? Was ist das, was die in der Hand haben? Inventar, Waffen? Krogners Axt. So. Tja, scheinbar. Ich habe keine Ahnung, wo die Waffe ist. Na gut, dann eben nicht. Mal gucken. Wir haben noch zwei Level-Ups. Ja, da müssen wir noch mal kurz rein. Tut mir leid. Und zwar hier. Wenn wir jetzt zum Beispiel, was haben wir immer denn gern? Und unsere Schrotflinte. Langlauf, nee. Mündungspunkt. Hier sowas können wir sogar schon bauen. Gezackte. Rang 2 Waffenfreak. Was kann die denn mehr? Reichweite wird geringer. Mehr Schaden kriegt sie aber auch nicht. Ist ja die Frage, brauchen wir das? Ach komm, wir bauen es einfach, weil wir es können. Reflexvisierkreis. Das ist okay. Vollständiger Kolben. Hauen wir uns natürlich auch noch rein. Verlängerter Lauf. Haben wir schon einen wichtigen Verschluss. Wir haben jetzt 67. Komm. Können wir auch. Wir haben es doch. Kann das Schwert noch was? Da bräuchten wir noch Schmied. Schmied. Hilft uns der Schmied denn bei der Rüstung? Geh mal kurz hier ins Level-Up-Menü. Wo ist denn der Schmied? Das war der Schmied? Das war der Rüstmeister. Schmied, der hat Zugang zu Rang 3 Mods für Nahkampfwaffen. Sag für Rüstung. Komm, wir nehmen einmal das hier. Wir machen das hier. Ich würde sagen, das ist gut. Und dann tun wir unser Schwert noch mal ein bisschen tunen. Was haben wir jetzt? 57 und 57, aber plus den Elektroschaden. Sehr schön. Ich denke, das reicht erstmal. Jetzt will ich gerade noch mal einen Brunnen suchen. Wo haben die denn hingebastelt? Ach, wir haben gar keinen Brunnen, wir haben hier so eine Wasser... Pumpenstation. Komm, dann bauen wir noch schnell einen Brunnen.
Wasser. Einfach nur so für uns. Nee. So, damit wir nämlich unsere Gesundheit wieder auffüllen können. Dann sparen wir uns nämlich ein Steampack. So, das soll's reichen. Dann füllen wir unsere Rüstung rein. Und schauen auf die Karte, wo wollen wir hin? Hier ist der Comic. Welches Street? Komm, wir reisen mal dahin. Und laufen nochmal so ein bisschen da am Wasser entlang. So Richtung quasi eine Promenade. Und gucken, weil da finden wir bestimmt auch noch was. Vielleicht kommen wir da auch früher oder später so hin, missionstechnisch, aber ich hatte ja auch nichts. Da ist er, der Bello. Ja, da sind wir ja echt gut ausgerüstet, waffentechnisch. Also wir haben jetzt unser Elektroschwert. Unser Freund, der Grinch, hat hier seinen Megahammer mit, ich glaube, Radioaktivschaden. Was ja auch nicht schlecht ist. Und wenn die Ladezeit ist, wenn ich so lang bin. Frag mich nicht, warum. So, wir ziehen jetzt... Was? Das wird sicher lustig. Was? Was? Alter! Komm her. Ah! So hab ich mir das nicht vorgestellt hier. Ich muss doch kurz wegrennen. So, wir brauchen jetzt mal eine... Erstmal eine Waffe. So, noch einmal. Alter, komm hier hin und dann wird vielleicht beschossen. Hab nicht mein Ding. So. Kriegen wir hier nochmal ein paar Teile. Wo ist denn hier eins? Strong hatte ich schon platt gemacht, sehr schön. Kronkorken und den Schild, das brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. War das nicht... Zwei? Was ist mit dir los? Nächstes Mal besser kämpfen. Ja, ist ja gut. Entschuldigung. Ich war nur ein wenig überrumpelt von der Situation. Geh weg. Folge mir, mein kleiner Freund. Pappaufsteller. Okay, da hinten kommen wir so, glaube ich, nicht hin. Ich habe keine Lust, hier durchs Wasser zu latschen. Oh, was sehen wir denn? Was sehen meine müden Augen da oben? Ein Supermutant. Sehr schön. Das bist du. Die haben sie auch ganz schön zerballert, den Kollegen hier. Hey. Ach, halt die Klappe. Du bist auch nutzlos. Was? Hier ab. Raketen-Yogi. Aber hilft dir auch nicht. Penner. Ist er der? Den Raketenwerfer brauchen wir eigentlich nicht. Den haben wir nämlich schon. Niemand besiegt dich ja. Du bist der Beste. Müssten wir ja theoretisch mal da runter gehen. Und hier diese komischen Beutel absuchen. Nein, da ist nichts drin. Kronkorken. Das ist ein scheiß Fleischgedöns. Warum auch nicht. Oh, ist das nicht schön hier? Ein schöner vergammelter
Fluss mit Dreck drin. Idyllisch, die Sonne scheint. Guck mal hier, können wir uns hinlegen. Eine Runde Poven. Komm. Penner. Geht ja gar nicht mal so schlecht. Das kullert da weg. Ich glaube, das ist schon ein Stück von dem Käfer. Was könnt ihr? Quatsch. Scheinbar nicht. Treibt einen Reifen durch die Gegend. Ah. Gut oder böse, meine Freunde, aber ich sehe eigentlich gerade relativ harmlos aus. Ah, Amphitheater am irgendwo in irgendwo. Willkommen. Wir suchen immer nach neuen Mitgliedern. Willkommen, Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Sag doch mal, fühlt sich diese Welt für dich zerbrochen an? Fragst du dich, warum es nicht wieder wie in den guten alten Zeiten sein kann? Nee. Ich stimme mal zu. Die ganze Welt ist kaputt. Das habe ich auch gedacht, bis ich eine Möglichkeit fand, etwas zu bewegen, um mein Leben und das Leben aller zu verändern. Wir nennen uns die Säulen der Gemeinschaft. Wir sind eine neue Bewegung, also hast du vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber wir wachsen im ganzen Commonwealth. Und auch du kannst Teil dieser spannenden Zukunft sein. Hier entlang bitte, dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Hört sich ein bisschen dubios an. Ich habe keine Lust auf Verkaufstexte. Ein Verkaufstext ist das Letzte, was du von mir bekommst. Ich verkaufe nichts, Nächster. Ich verschenke die Geheimnisse von langem Leben, Glück und Wohlstand. Ich verschenke sie. Was meinst du? Bereit für den ersten Schritt in ein neues Leben? Den Versuch bist du dir schuldig. Ah jo, komm. Ja, bin ich. In Ordnung. Fantastisch. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Seit unseren Anfängen hat uns noch nie eine Säule verlassen. Ich hoffe, du entscheidest dich, dein Leben zu ändern. Bin doch schon Mitglied in 3. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, du entscheidest dich, eine der Säulen der Gemeinschaft zu werden. Geheimen Dingern hier. Hallo, Nächster. Ich hoffe, du entscheidest dich. Quatsch mich nicht voll. Ich will erst gucken, was. Nicht so soll ich, muss ich komm. Mitkommen? Das sieht mir. Ich geh mal ganz kurz hier hinten gucken. Ich komm gleich nach. Willkommen. Ja. Hallo, weg. Nächster. Das ist alles. Rot. Rot ist blöd. Hier entlang, Nächster. Ja, ich komm schon. Machen wir uns unser Bewerbungsgespräch. Wer bist du? Ah, du bist eine Tante. Ich freue mich immer, neue Mitglieder willkommen zu heißen. In Ordnung. Hoffentlich freust du dich auch so wie ich. Ich finde es besonders schön, neue Mitglieder in unserer Bewegung willkommen zu heißen. Ja, ich bin ganz aus dem Häuschen. Der erste Schritt ist einfach. Du musst lernen, nicht mehr an materiellem Besitz zu hängen, um wahren Reichtum, wahre Gesundheit und wahres Glück zu erlangen. Gib mir einfach alles, was du hast. Dann weihe ich dich als Säule der Gemeinschaft der ersten Stufe ein. Strong nicht Säule. Strong Hammer behalten. Also das glaubst du jetzt wohl nicht im Ernst, dass ich alles gebe, oder? Was erhalte ich denn als Gegenleistung für meinen Besitz? Du bist in altem Denken verhaftet. Du klammerst dich an dein altes Leben. Aber das sollst du hier aufgeben. Und der erste Schritt ist das Loslassen von materiellem Besitz. Kannst du vergessen. Das ist doch wohl ein Witz. Ich soll dir alles geben, was ich habe? Der erste Schritt ist der schwierigste, Nächster. Aber das ist die einzige Möglichkeit, dein altes Leben abzustreifen und den Weg hin zu Gesundheit, Reichtum und Glück zu beschreiten. Findest du nicht, das ist ein vorübergehendes kleines Opfer wert? Das Gespräch nimmt Bahnen an, die mir nicht ganz geheuer vorkommen. Ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass ich gleich alle töten muss. Nee, wir geben nicht alles. Hab's mir anders überlegt. Ich will doch nicht beitreten. Tut mir leid, darüber sind wir schon hinaus. Du musst mir wirklich alles geben. Sofort. Ich kann dich auch einfach töten. Ich werde jetzt gehen.
Deine Entscheidung, was du dagegen tun willst. So funktioniert das nicht.